Rüdiger, it's nice to see you. I can't wait to hear what you're going to say. I feel like we haven't really talked so much while you've been here. Other things have been going on, and now is a chance even for you to just share about how you are experimenting with and also creating a world that makes sense to you, and a world that helps people or pleases people or heals people or brings people into more consciousness or awareness. And so could you just talk about what you're doing? Also erstmal will ich sagen, ich bin auch dankbar, diesen Raum zu bekommen, das auszusprechen, weil es gibt selten Gelegenheiten, das wirklich in der Tiefe auszusprechen, was ich tue. Das meiste, was ich tue, dreht sich um die Musik. Ich bin Musiker seit Kindheit an. Ich habe irgendwann in den 20er Jahren angefangen, Musikinstrumente zu bauen, war im Geigenbauer gelernt und habe angefangen, eigene Musikinstrumente zu entwickeln, verschiedenster Art. Und ich habe angefangen, Menschen einzuführen in musikalische Improvisation, in freies Spiel. Kinder, Erwachsene, Behinderte. Ich habe angefangen, diese Musik, diese Klänge, die ich erzeuge mit meinen Instrumenten, zu nutzen, um alle möglichen Räume zu kreieren, um Worte zu begleiten, um Räume zu eröffnen, um Prozesse zu begleiten, um Theaterstücke zu begleiten, Meditationen anzuregen. Genau. Und ich biete Instrumentenbaukurse an, wo jeder Mensch, ob er jetzt Erfahrung hat, musikalischer Art oder handwerklicher Art, dahin geführt wird, dass er sich selbst ein Instrument bauen kann, kreieren kann auch, also nicht nur eins nachbauen, sondern eins selbst kreieren. Ich habe mich lange Zeit gewehrt, meine Musik aufzuzeichnen, also auf einen Tonträger aufzuzeichnen, weil ich den Eindruck hatte, dass das die Essenz von dem, was ich da tue oder was da erklingt, nicht wiedergeben kann. Ich habe sehr gerungen damit, was davon ideologisch ist und was davon real ist. Und ich habe jetzt eben kürzlich eine CD erstellt und ich bin sehr zufrieden, das endlich gemacht zu haben, weil ich merke, ich möchte das mehr streuen, was ich tue. What is the essence of your music? Ich merke, ich werde sofort traurig, wenn ich da reingehe in dieses, wenn ich versuche, deine Frage zu beantworten, weil es ist so was Subtiles, dass ich es fast nicht fassen kann mit Worten. Es ist wie, ich habe es mal beschrieben, auch mit dem Eintauchen in so ein Urheimatgefühl. Es ist, das, was ich erlebe in der Musik, ist etwas Verbindendes, was jenseits von Kulturen, jenseits von allen Verschiedenheiten wirkt und funktioniert. Also es ist etwas, was verbindet, Seelen, Herzen verbindet und was in eine ganz feine, ganz, ganz feine Wahrnehmungsschicht bringt. Ich merke selbst, wenn ich meine Instrumente vorspiele, wenn ich zum Beispiel, ich habe ein Atelier, wo ich diese Instrumente kreiere und wenn ich die Sachen vorführe, dann tauche ich so stark in eine andere Welt ein, dass ich richtig schauen muss, dass ich wieder in diese Alltagswelt zurückkomme anschließend. Also es ist so, es wirkt auch auf mich so stark. Vielleicht wäre das ein Punkt, wo ich meinen Ton mache. Could you talk for a bit about the use of music in next culture compared to the use of music in modern culture? Das ist gut. Das knüpft an das, was ich gesagt habe mit dem Tonträger, dass ich mich gescheut habe, eine CD zu machen oder etwas. Who you're talking to is people who don't know about next culture but want to. Yeah.
and they just want to get some sense of what next culture is with regards to music. You're the first musician that we've talked to. We've talked to psychologists, trainers, teachers, other consciousness builders. We have, you're the first person we've talked to about next culture music. So talk to us about next culture music. Okay. Also ich beschreibe erstmal, wie ich Musik erlebe in unserer jetzigen Kultur. Ich erlebe einen massiven Missbrauch von Musik in unserer Welt, weltweit massiven Missbrauch. Und zwar, Musik wird eingesetzt für Zwecke, um ganz bestimmte Stimmungen zu erzeugen, um ganz bestimmte Zustände zu erzeugen, um zum Beispiel Kaufbereitschaft zu erzeugen, um Entspannung zu erzeugen, um dann etwas anzubieten, um Gefühle zu verdrängen, um ganz bestimmte Gefühle zu erzeugen, um sich taub zu machen, um sich zu manipulieren, um andere zu manipulieren. Es ist ganz viel Manipulatives in dem Gebrauch von Musik. Und ich habe, als ich bei diesem Geigenbauer gelernt habe, die ersten Schritte in den Instrumentenbau, habe ich eine Phase durchgemacht der Abstinenz von Konservenmusik, habe ich das damals genannt. Also ich habe 10 Jahre keine Konservenmusik mehr gehört. Ich habe meine Stereoanlage weggeworfen und ich habe selbst die Gitarre, die war mein Ursprungsinstrument, die habe ich nicht mehr angerührt, sondern ich habe wirklich nur die Klänge erzeugt, die ich selbst durch Bau, durch Experiment erzeugen konnte. Und das Wichtige ist, warum ich das sage, ist, dass ich, das hat mich sehr stark sensibilisiert für die Botschaft in Musik überhaupt. Also wenn du mir ein Stück vorspielst, ein Rockstück und so, dann kann ich dir sagen, was da drin ist, aufgrund dieser Sensibilisierung. Dieser Missbrauch ist für mich ein sehr starker Impuls gewesen. Früher bin ich in alle möglichen Situationen gekommen und habe gesagt, könnt ihr bitte die Musik ausstellen? Das geht nur begrenzt. Aber oft funktioniert es und hat immer sehr viel Mut gebraucht, weil viele Menschen das Gefühl haben, wenn keine Musik mehr läuft um mich herum, dann bin ich, what's next? Wann bin ich verloren? Man sieht Jugendliche, die nur noch mit diesem Stöpsel rumlaufen können, die sind verloren, wenn sie die Stöpsel rausnehmen. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass wie die Menschheit als Ganzes durch einen, wie so ein, durch diese Not von Verlorenheit gehen muss, um überhaupt wieder zu begreifen, was Musik ist oder überhaupt wieder fühlen zu können, was die Kraft der Musik ist. What is next culture music? Ich würde mal sagen, es gibt zwei Aspekte für mich. Das eine ist dieses, sich über den Klang, über Musik sich verbinden mit der Erde, mit der Materie, weil so ein, das besteht ja aus Materie. Das bringt Materie in Schwingung. Und dadurch hast du wie Zugang zu etwas Wesentlichem, etwas materiellen Wesentlichen. Und der andere Aspekt ist das Zwischenmenschliche oder zwischen den Wesen, dieses Kommunikative, der kommunikative Aspekt zwischen den Wesen. Die Musik der nächsten Kultur beginnt für mich mit der Stille. Ich habe, als ich Improvisationskurse begonnen habe zu geben, habe ich diesen Moment des Anfangs und des Endes, also der Stille, dem habe ich ein ganz starkes Gewicht gegeben. Das war für mich das Entscheidende. Also ich habe keine Improvisation begonnen, wenn nicht komplette Stille da war, ein komplettes Innehalten, komplettes Zero. Und ihr könnt das ausprobieren. Wenn ihr Musik macht, eine Improvisation, sei sie noch so kurz, noch so verschieden, das Ende, ein gemeinsames Ende zu finden in einer Improvisation, ist so ein bedeutender Moment, dass das ganze Stück dadurch auf- oder abgewertet wird. Es ist entweder gelungen oder nicht gelungen und das hängt vom Ende ab. Das heißt, ich würde die Menschen in einer nächsten Kultur würde ich zum Lauschen erziehen. Das ist das Erste.
Und ich würde anhand der Musik, es ist ein wunderbares Übungsfeld überhaupt für Kommunikation. Das heißt, man kann in der Musik zum Beispiel üben, aktiv zu sein, Impulse zu geben und gleichzeitig zu empfangen. Diese Gleichzeitigkeit, ja, das ist so stark in der Musik und es ist auch so herausfordernd. Es gibt viele Menschen, die fangen an zu improvisieren und hören dann nichts mehr. Und es gibt Menschen, die trauen sich überhaupt nicht in Aktion zu gehen, weil sie nur hören, weil sie überwältigt sind von dem, was sie empfangen. Und so diese Zweischienigkeit, das ist ein wunderbares Übungsfeld und das würde ich als nächste Kultur bezeichnen. You talked about how you build spaces with music, and next culture actually using music to build a certain space. Maybe you could show us how you do that with the instrument, and then play and talk how you did it and point out things, what you just did and what happens, things like that. For example, what is that? Das ist ein Psalter. Das Prinzip dieses Instruments ist sehr alt, es kommt aus dem Orient. Und ich habe das aufgegriffen und ich baue hauptsächlich aus massiven Hölzern Instrumente, vor allem Saiteninstrumente. Und das ist also ein massives Stück Ulme mit Saiten aufgespannt und eigentlich ein super simples Instrument. Ich bevorzuge übrigens massive Resonanzkörper deswegen, weil sie einen verfeinerten Klang haben. Also du hörst im Gegensatz zu Korpusinstrumenten, verteilt sich der Klang im Raum relativ gleichmäßig. Er ist nicht hier laut und dann wird er immer leiser, sondern er ist gar nicht hier, er ist dort. Er ist in der Peripherie. Es fällt mir richtig schwer, wenn ich gespielt habe, wieder zu sprechen. Es ist wie eine Sprache, die ist viel feiner und das, was ich jetzt tue, ist ganz grob. Das ist zum Beispiel etwas, was es macht mit dem Raum. Es lässt eintauchen in einen stillen Raum. Und ich würde jetzt viel lieber mit dir kommunizieren. Du hättest auch so einen Psalter und wir würden zusammen in den Dialog gehen. Das würde man dann nachher hören. War das die Frage? Yeah, just tell us what you're doing or what you can, how you can make spaces. Es ist so, wenn ich beginne zu spielen, ich habe diesen Psalter, den habe ich tausende Male gespielt. Und wenn ich beginne zu spielen, dann bin ich so kritisch, dann ist jede, weiß nicht, Hundertstel Sekunde ist so, ich höre, ob es wirklich gelingt, dass ich eintauche in den Ton. Oder ob ich an der Technik hängen bleibe. Oder ob ich an meinen Gedanken hängen bleibe. Oder an meiner Absicht hängen bleibe. Musik hat sehr viel mit Fluss zu tun, mit Bewegung, die wie eben nicht so macht, sondern die so macht. Also die wie ein Fluss sich rund bewegt oder in Wirbeln bewegt oder sie macht diese Bewegung. Und ich spüre, wann ich da bin, wann ich wirklich in diesen Fluss eintauchen kann. Ich habe eine Assoziation gehabt zu meiner CD, die werde ich jetzt nicht äußern.
Es ist genauso ist es in der, im Dialog mit jemandem in der Musik, wenn ich merke, wann ich eingetaucht bin, wann ich wirklich in Verbindung bin. Und das ist ein wunderbarer Moment. Das ist, dann braucht es nichts anderes mehr. Es ist so wie, es braucht es nichts anderes mehr. Ich werde richtig bedürfnislos, wenn ich eingetaucht bin in dieses, in diesen Raum. Show us some stuff. Was meinst du? Play some music or show us what you mean. Talk to us with the music. Für mich ein ganz spannender Moment. Ich habe jetzt aufgehört. Mir kam der Satz in den Sinn, den ich vorher gesagt hatte, über das Ende. In dem Moment war ich wie irritiert. Ich war wie so ein bisschen rausgenommen mit meinem, ich bin wieder aufgetaucht. Und dann habe ich ziemlich schnell aufgehört, weil ich merkte, ich bin wie. Ich kenne das sehr gut. Ich spiele weiter und bin aber eigentlich nicht mehr drin. Ich kann so tun, als ob. Die meisten Menschen würden es ja wahrscheinlich nicht merken. Aber ich merke es und ich bin wie frustriert. Ich hab nicht mehr, ich bin nicht mehr verbunden mit der Musik. Und dann höre ich lieber auf. Duck. Like 7 minutes of next culture. What else would you like to communicate about next culture music? Or show us?
Es gibt einen unglaublich weiten Raum von verschiedenen Färbungen der Musik. Es ist nicht zu fassen, wie weit er ist. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe pentatonisch gespielt auf einem bestimmten Grundton. Ich habe ein bisschen diatonisch gespielt. Es gibt unglaubliche, man weiß ja, dass Pythagoras der erste Musiktherapeut war. Der hat also das untersucht, der hat die Qualität und Wirkung von Intervallen untersucht, der hat die Qualität und Wirkung von Tonleitern untersucht und wie man sie spielt und hat damit schon geheilt. Es ist ein sehr weites Forschungsfeld und ich habe mich auch in diese Forschung begeben, habe da einiges ausprobiert und Erfahrung gemacht. Und ich bin aber jetzt immer mehr, ich komme immer mehr zu einer Reduzierung. Immer weniger Töne. Ich habe einen Teil in mir, will eigentlich am Einzelton arbeiten. Wirklich diesen, ich genieße es manchmal, einen Ton ganz, ganz, ganz lange zu spielen und mit ihm ihn zu plastizieren. Weil es wie so ein, auch so ein Tor ist. Tor in Eintauchen in eine andere Welt. Ich merke jetzt gerade, es ist diese Qualität der Stille, das kann ich gar nicht genügend betonen. Deswegen bin ich jetzt auch still. Ich habe das Gefühl, was gibt es da noch zu sagen? Ich könnte vielleicht erzählen, dass dieser Kommunikationsaspekt in meinem Instrumente entwickeln und bauen eine große Rolle gespielt hat. Also ich habe zum Beispiel meine erste Entwicklung war ein Xylophon, mit dem man sich verbindet, also von Hals zu Hals geht und man gemeinsam spielt. Und es ist unglaublich, wie groß diese Wirkung ist, wie anregend sie ist, wirklich miteinander in Verbindung zu gehen oder in Zwiesprache zu halten. Oder ich habe auch Saiteninstrumente entwickelt, wo man der eine begleitet und der andere macht Solo oder Melodie. Und wie das verbindet, wenn das auf einem Instrument ist. You also mentioned that the music could develop a fineness of perception or noticing.